Immer wenn ich hierher gekommen bin, hat es mir gut gefallen. Und diesmal gefällt es mir besonders gut, weil ich aus der ganzen Welt Menschen mitbringen konnte, die ihre Länder hier in Deutschland vertreten und die jetzt auch die Freude haben, dieses schöne Wetter, das schöne Land, dieses schöne Münster, die schöne Stadt und die total aktiven Menschen kennenzulernen. Und das Letztere muss immer dazu gesagt werden. Der Südwesten ist der Bereich in Deutschland, wo besonders viele Menschen ehrenamtlich tätig sind. Und das ist ein wunderbares Stück gewachsener Kultur des Mitmachens. Ne? Und das ist dann der andere Grund zur Freude, neben den sonstigen Schönheiten. Die Freiburger haben Sie gerade hier mit Applaus begrüßt. Ja, das ist ein nettes Publikum für den Bundespräsidenten. Das ist wirklich ein sehr, sehr herzlicher Empfang. Denn die sind ja nicht hier irgendwie herbeordert worden, sondern die sind einfach gekommen, weil sie gehört haben, dass ich mit meinen Gästen hier heute einkehre, und haben wirklich jung und alt, manchmal wundert man sich auch über die Schulkinder, wie die so begeistert da sind und mir so viele schöne Sachen sagen. Dabei lassen Sie mich vielleicht auch für Ihre Leserinnen und Leser sagen, das ist total schön, wenn man einfach einen Brief kriegt von einer Schulklasse oder von einem einzelnen Jungen, einem einzelnen Mädchen. Manchmal haben sie so ganz einfache Vorstellungen, als könnte der Bundespräsident die Welt ordnen. Aber ich finde das so toll, dass sie sich hinsetzen und wissen, da sitzt einer in Berlin und schreiben wir dann einfach Briefe. Und das ist so ähnlich, wie wenn sie hier kommen und uns begrüßen, gell? Also einfach toll.